So Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Legend und ihr werdet mitten ins Geschehen reingeworfen. Ich war gerade im Server und wollte mal das Heiligtum mir selber angucken und dann auch vorstellen. Und ich bekomme jetzt gerade eine Diapus-Platte geschenkt, was ich etwas sehr nett finde. Mal gucken. Oi, oi. Lel, okay. Danke. Dann, da vielen Dank. So. So, zack, ihr habt es ja, glaube ich, schon im Livestream gehört. Wie gesagt, Tonic ist ja raus aus dem Projekt. Umstände muss ich nicht weiter erläutern. Etwas komplizierter, auf jeden Fall erst raus. Multi ist jetzt wohl ebenfalls irgendwie rausgeflogen wegen einem Regelverstoß. Davon weiß ich aber jetzt nichts genaueres. Und ja, damit so. Ich wollte eigentlich ja mit Multi was machen. Aber das ist ja damit dann wohl erledigt. Und so, ja, auf jeden Fall wird hier gerade ein riesiges Heiligtum. Ach, genau. Noch eine andere wichtige Sache an alle Elfen. Es gucken ja auch ein paar Elfen meine Videos. Das gilt aber auch nicht nur für Elfen, sondern vielleicht ein paar Menschen. Ich weiß, dass aus manchen, vielen Fraktionen manchmal mir gerne gucken. Und an alle, ihr dürft, das ist eine Regeländerung von JIT-Time, ihr dürft anderen Teamspeak jetzt nicht benutzen. Ich habe auch die Elfen, falls aktive Leute im Test ist vielleicht aufgefallen, ich habe die Elfen-Channel gelöscht. Die dürfen nicht mehr genutzt werden, weil da es irgendwie Komplikationen gab und da dann nicht aufgepasst werden kann, was da gesagt wird. Ich weiß ja nicht genau, ich weiß, er war ja nicht da die Woche, wo da irgendwas war. Auf jeden Fall ist das jetzt verboten. Man soll nur auf den Legend-TS über Legend reden. Okay, gut, dann ja, wird hier gerade ein riesiges Heiligtum gebaut zur Ehrung von unserem Gott Blabla. Das sieht auch geil dahin aus, das gucke ich mir gleich mal an. Irgendwie stand hier vorher ein Berg, der entfernt wurde, dann haben sich ein paar drauf aufgeregt. Ich weiß aber jetzt nichts genaueres. Vielleicht weiß jemand ja was, dann kann es den anderen beschreiben, muss dann das Loch da. So. Und ich denke, wir gucken uns das mal da hinten kurz an. Ja, zum weiteren Verlauf von Legend kurz. Ja, so die momentane Lage. Die Sache ist, dass halt die Menschen, die Elfen recht demotiviert scheinen oder sind. Ja, und jo, das liegt halt dran wegen der starken Unterlegenheit und wegen der starken Inaktivität der Elfen. Schon von Anfang an gab es halt sehr viele Elfen, die inaktiv waren. Was hat denn hier geworden? Muss das mal an. Später kommen noch elfische Aspekte dazu. Das Haus ist an einem Bild von Elben. Den Wald Elfen anpassen bis zum. Ja, also wie gesagt, es gibt jetzt neue Vorschriften. Man muss jetzt Waldelfenmäßig anbauen, sonst wird das abgerissen. Ja, also. Das ist. Jo, die meisten bauen ja eigentlich hier ein paar äußere Häuser. Sind ja dann nicht so. Aber unseres ist ja. Waldelferisch geht es ja gar nicht, muss ich einfach mal sagen. Und guck mal, was da hinten ist. Das sieht alles recht nett aus. Ja, und wie gesagt, ich muss auch mal selber persönlich gucken. Ich habe, bin zwar jetzt wieder ein paar Tage, habe ich wieder sehr viel Zeit, aber investiere die Zeit momentan anderweitig eher in 2 Videos am Tag, als in Legend aktiv zu farmen. Ah, genau, das kennen wir ja schon. Das ist auch echt cool. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, ich weiß, die Sache ist, ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, mit wem ich da irgendwie zocken soll. Es ist nur Funz drin, noch der einzige Abonnent, den ich reingeholt habe. Und er ist zwar mega nett und hat auch an sich eine gute Audioquali, aber trotzdem will ich ja lieber mit Kollegen da zocken. Oder zumindest mit mehreren Abonnenten. Und ja, mal gucken. Also ich werde da mal nachhaken. Die Sache ist einfach, dass ich finde, dass es keinen Sinn macht, wenn zum Beispiel, Kevin ist ja der Leiter des Projekts, das bist du ja. Und er verlost ja Wildcards am Tag. Also ich weiß nicht, am Tag glaube ich nicht so viele, aber er verlost auf jeden Fall mehr Wildcards als zum Beispiel ich deutlich mehr, was auch jetzt kein Vorwurf, im Gegenteil, hat er das Projekt gemacht und dem ist es ja sein gutes Anrecht. Aber ich finde es nicht so sinnvoll, dass Wildcards verlost werden von anderen Städten. Die Sache ist einfach, die Begründung, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zuschauer, die Sache ist, ich kann das jetzt nur aus meiner Sicht werten, keine Ahnung, vielleicht sehen das andere anders, aber wenn ich jetzt zum Beispiel aktiver Zuschauer von Kevin wäre, würde ich mir total wünschen, zu den Menschen zu kommen. Erstmal, weil die am stärksten sind und zweitens, weil da mein Lieblings-YouTuber drin ist oder Lieblings-Streamer. So, und wenn ich dann ausgelost werde und komme dann zu den Elfen, denke ich dann so, eigentlich habe ich gar keinen Bock, weil ich möchte ja mit Kevin kämpfen und nicht gegen ihn. Also wird die Person inaktiv. Und deswegen finde ich es sinnvoller, wenn diese verwendeten Wildcards lieber für die YouTuber aus den Städten gebraucht werden. Also wie gesagt, dass er da, zum Beispiel hat er 100 Stück verlost zum 100.000 Sub-Special auf, Follow-Special auf Twitch, so. Und dass da natürlich dann verteilt wird und sowas, ist sehr gut, dass er zum Start des Projektes, da kann man das ja ruhig machen, aber jetzt, wo es mittendrin ist und sowas, wo die Elfen dazu noch unterlegen sind, macht es mehr Sinn, vielleicht motivierte Abonnenten wie euch reinzuholen.
als auch Motivierte von G-Time, aber motiviert für einen anderen Zweck, weil ich bin mir sicher, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben. Wenn ihr zum Beispiel, also ich denke, ein paar gucken ja auch verschieden, aber wenn ja zum Beispiel einer von euch wirklich nur mich verfolgt in Legend, kann ja sein, gibt es hier bestimmt ein paar, und ihr dann, keine Ahnung, bei den Zwergen reinkommt, dann habt ihr bestimmt nicht so viel Lust, weil ihr Sachen schenken dürft ihr mir dann nicht. Das ist verboten, also so Cross-Teaming. Ja. Und von dem her, keine Ahnung, ich kann es halt nur für mich einschätzen, würde ich mich unmotiviert fühlen. Neue Farmwelt ist da, stimmt. Wir haben nach 12 Uhr. Gucken wir uns immer ganz kurz an, welches, dann könnte ich mal vielleicht doch farmen gehen nach der Aufnahme. Ich guck mal an, was für ein Biom ist. Das sind ja immer Extreme Biomes, also so riesige. Gucken wir uns mal an, was es ist. Jetzt ist wieder Tag. Ich erinnere immer von Nacht und Tag den Shader. Eigentlich wollte ich schon längst, jetzt habe ich kurz angeschrieben, kurz Aufnahme. Eigentlich wollte ich schon längst mal den Shader von Skate mal ausprobieren. Den haben mir alle wärmstens empfohlen. Und da muss ich einfach nochmal gucken. So, wie man die Farm will. Ja, das ist so momentan meine Einstellung und so zu Legend. Das ist immer noch in meiner Meinung nach ein Bombenprojekt geworden. Ich habe in den Konfi hat heute wieder Kevin viele geile Sachen gepostet. Ich werde dann werden, die finde ich einfach ultra geil. Aber es macht, also, das hört sich jetzt an, da könnte man nur gewinnen, aber es macht nicht immer Sinn. 24/7 im Weakness, Speed. Wieso habe ich ihn nicht Weakness? Ah, man kann nicht kämpfen dann. Aber ich habe immer noch meine Effekte. Ach nee, das war der Beacon. So, damit sind wir unten. Und was ist es? Savanne. Okay. Und da ist eine Wüste, oder? Da ist eine Wüste. Wisst ihr was? Wir rennen die mal ganz kurz lang. Vielleicht finden wir einen Sandtempel. Oh, der Shader sieht schon schön aus. Ja, ist so eine Art Strand. Ja, das ist alles Savanne. Ja, also zum... Ja, keine Ahnung, jetzt nichts Besonderes. Eigentlich. Kann man ganz... Oh, 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 oh. War da schon jemand bestimmt? Da wird bestimmt jemand schon gewesen sein. Ja, ja, ja. Wie sich da alle tummeln. Wie sich da alle tummeln. Hier kann man nicht hauen, oder? Ja, kann man nicht. Was ist hier los? Ach, das ist Kevin. Oh, man kann nicht mehr als Villager schlagen. Oh. Ist das ein Minenschacht? Ach so, sah gerade so aus. Sonst wäre ich ja direkt reingerascht. Aber heftig, dass direkt am Anfang Villager-Dorf ist. Ja gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Wieder Froschmalz. Liegt noch, wenn ich mal nach dem Aufstehen jetzt direkt aufnehme. Death Vegan. Okay. Ja, das war wie gesagt so eine kleine Ansicht zu Legend. Ich muss mal gucken, wie ich weiter damit hantiere und sowas mache. Die Sache ist einfach, was mir aufgefallen ist. Um hier wirklich bei Legend mithalten zu müssen, um alles zu koordinieren, muss man am Tag mindestens, damit meine ich auch mindestens, 4 Stunden Zeit investieren. Momentan hätte ich die sogar rein theoretisch. Aber ich sehe da keinen praktischen Sinn drin. Wenn ich 4 Stunden am Tag investiere da rein, ach, ich muss ja unten weiter, dann ja, fehlt mir erstmal die Zeit wahrscheinlich für ein zweites Video. Und ich, die Sache ist, dass ich trotzdem immer noch mein mündliches Abitur vor mir habe und dafür eigentlich auch noch lernen. Ich habe jetzt gestern angefangen ein bisschen, zwar nur eine halbe Stunde gelernt oder so, aber immer eine halbe Stunde gelernt. Das wird sich jetzt, umso näher ich der Klausur komme, umso mehr wird das werden. Das heißt, irgendwann bin ich bei einer Stunde, dann bei zwei, weil ich muss mich dafür vorbereiten. Und sonst habe ich da ein Problem. Ja, gut, ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, ist ja wie gesagt, manche sehen das schon als Andeutung, ob ich aussteige. Ich habe eigentlich gar keine Lust auszusteigen, wegen, ich finde das ein tolles Projekt und möchte eigentlich bestimmt nicht heraus, weil ich ja eigentlich Spaß dran habe, aber ich habe keinen Spaß daran, es alleine zu machen. Die Elfen sind immer unmotivierter, also ich finde es immer noch super, wenn Kevin dann wohl die Inaktiven rausschmeißt, dass dann auch die Wildcards an die YouTuber verteilt werden, die bei den Elfen sind. Das sind ja viele. Und nicht, dass es dann so ist, wie jede zweite Woche eine einzige Wildcard. Das ist echt nicht der Sinn der ganzen Geschichte. Meiner Meinung nach. Weil, ja, es gibt so viele Abonnenten hier, die gerne aktiv dabei sein werden. Ich habe eigentlich viele am Schirm, die ich gerne reinholen würde. Und die bestimmt auch den Elfen aktiv helfen würden. Aber naja. Gut, dann sehen wir uns beim nächstes Mal wieder. Tschüss. Oh, schön. Machen wir noch einen schönen Screen. Machen wir Screen hin. So, machen wir noch einen Screen. Ist auch hinten vom Heiligtum, den Anfang. Da müssen wir ein bisschen näher dran. So, hier mit F1. YOLO Jump. Ich finde den Jump Boost zwar echt praktisch.
Und dann zoomen wir da gleich schön mit Optifine hin. So, mal gucken. Oh, schön. Da ist sogar... So, schön. Okay, dann tschüss.